Dann begrüße ich jetzt ganz herzlich Herrn Manke, den Staatssekretär unseres niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, hier bei uns im Zelt des Innenministeriums. Herr Manke, möchten Sie sich erst einmal ganz kurz in 2, 3 Worten vorstellen und auch Ihre Arbeit, die Sie leisten? Ja, mein Name ist Stefan Manke. Ich arbeite im niedersächsischen Innenministerium als Staatssekretär, war vorher einige Jahre Landrat im Nachbarlandkreis, dem Landkreis Goslar. Die Stadt Goslar war ja im letzten Jahr Ausrichterstadt für den Tag der Niedersachsen gemeinsam mit der Stadt Fienburg. Und ich freue mich, hier dieses Jahr in Hildesheim sein zu dürfen. Der Sport, für den Sie ja nun auch stehen, gilt als sehr vorurteilsbelastet in Sachen Gender und Gleichberechtigung. Sehen Sie das auch für die Integration im Sport? Nein, ich glaube, der Sport ist ein hervorragendes Mittel zur Integration. Der Sport bietet für alle etwas. Der Sport ist in der Lage, auch zum Beispiel ganz aktuell Flüchtlinge, die zu uns kommen, schnell in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft zu integrieren. Insofern glaube ich, dass der Sport eine große und bedeutende Rolle und eine gute Rolle im Bereich der Integration spielt. Wie interpretieren Sie denn die beiden Begriffe Willkommens- und Erinnerungskultur und inwiefern hängen diese Begriffe für Sie zusammen? Naja, wenn man die deutsche Geschichte sich anguckt, dann glaube ich, ist das Erinnern ganz wichtig, weil auch wir haben ja zum einen Menschen aus Deutschland vertrieben, zum anderen wurden Deutsche nach Deutschland vertrieben, sage ich mal, aus den Ostgebieten. Insofern glaube ich, dass es ganz wichtig ist, daran auch immer wieder zu erinnern und daraus auch ein Stück weit die Lehren für heute zu ziehen, nämlich Menschen, die heute genau diese Situation auch erleben, hier in Deutschland willkommen zu heißen, diese aufzunehmen und diese in unsere Gesellschaft zu integrieren. Denn vielfach, wenn man zurückkommt, ist das ja in der Zeit des Zweiten Weltkrieges eher schwierig geworden, zu emigrieren. Und die Leute, Menschen, die hier in Deutschland verfolgt wurden, haben halt oft auch nicht so sehr die Chance gehabt, irgendwo aufgenommen zu werden. Insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich dieser Zeit immer wieder zu erinnern und daraus, wie gesagt, die Lehre zu ziehen, die Menschen hier, die zu uns kommen, auch aufzunehmen, herzlich aufzunehmen und willkommen zu heißen. Viele Menschen fürchten nach wie vor im Zuge der Integration um die innere Sicherheit hier in Deutschland, aber auch gerade in Niedersachsen. Wie können Sie dieser Angst entgegenwirken? Also ich glaube, man muss sich nur die Zahlen angucken. Natürlich gibt es Kriminalität in Niedersachsen. Wenn man dann aber mal die Zahlen vergleicht, die Ausländerkriminalität mit der allgemeinen Kriminalität durch Inländer, dann stellt man relativ schnell fest, dass die Zahlen eben nicht voneinander abweichen. Insofern muss man immer wieder aufklären und darauf hinweisen, wie die Lage wirklich ist. Und eine letzte Frage. Wie funktioniert für Sie persönlich gelungene Integration? Ich glaube, von gelungener Integration kann man dann sprechen. Ich will mal ein Beispiel deutlich machen. Wir haben ja relativ lang andauernde Verfahren, was Asylverfahren, die Gewährung von Asyl in Deutschland angeht. Und wenn solche Verfahren abgeschlossen sind und dann auch mal negativ abgeschlossen sind, nach 1,5 Jahren, manchmal auch 2 Jahren, dann müssen wir diese Menschen ja auch wieder zurückführen in ihre Heimatländer. Und oft ist es dann so, dass wir Briefe kriegen von Sportvereinen, gerade auch von jungen Leuten, von Lehrern, von Schulklassen, die dann völlig Unverständnis, für ihr völliges Unverständnis darüber uns gegenüber äußern, warum ihre Freunde, mit denen sie die letzten Jahre verbracht haben, warum die denn jetzt nicht mehr in ihre Klassen gehen dürfen oder nicht mehr in ihrem Verein spielen dürfen. Ich glaube, das sind Beispiele, dass Integration in Deutschland funktioniert, auch sehr schnell funktioniert. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch für solche Fälle dann Lösungen finden, um diesen Menschen hier eine neue Heimat zu geben.